Du kennst doch bestimmt auch so Tage, an denen man einfach nur doof auf dem Orbiter rumsteht und seine Frames durchscrollt und sich bei einigen so fragt, wieso zum Teufel spiele ich die eigentlich so wenig? Genauso ging's mir bei Protea. Brutal geiles Design und klasse Fähigkeiten. Also gut, den Technocon-Skin gekauft, der wirklich klasse aussieht und mir überlegt, wie bekomme ich das schicke Teil nun im Steelpath spielfähig. Erstmal nicht im Helm mit dran rumbasteln, sondern so in den Steelpath zum Testen geschickt. Unter uns, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich das letzte Mal so oft mit einem Frame im Dreck lag. War ich einfach nur zu dumm, die Ulti richtig zu aktivieren oder verstehe ich einfach nur den Frame nicht? Weder noch, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe. Es fehlt eindeutig an Survivability. Und wie bekomme ich die auf den Frame? Setzen wir Protea also doch mal auf das Helminstühlchen. Blutaltar von Garuda? Irgendwie nicht, dafür habe ich, wie du nachher im Bild siehst, nicht genug HP. Drahtschlinge von Kaua klingt doch schon nach nice viel CC, aber hustet da mal einer mit einer Schrotze auf mich, wird direkt wieder der Boden mit mir geputzt. Dann gab's die Erleuchtung. Was passiert, wenn man Proteas Passive mit Düsternis von Sevagoth mixt? Bam, wie nice ist das denn? Übelst viel slow, denn die Passive von Protea gewährt uns ja 100% Fähigkeitsstärke. Wenn du bis hier noch gar keinen Plan hast, wovon ich bei dem Frame eigentlich rede, schau mal oben in die Infokarte, dort gibt's einen Link zum Video, in dem ich die Fähigkeiten Proteas erkläre, allerdings sind die Fähigkeiten mittlerweile gebufft worden. Mal im Ernst, 100% mehr Stärke für eine Fähigkeit ist schon echt crazy, gerade bei Düsternis. Das ist wirklich übelst nice, ihr habt so gigantisch viel Slow drin, dass Gegner sich wirklich nur in Slow Motion bewegen. Düsternis habe ich dann also installiert und Protea nochmal in den Steelpath geschickt. Und siehe da, nicht mehr nur auf dem Boden rumgekrochen und die Akolyten waren jetzt auch so verdammt easy niederzuknüppeln. Auch den teilweise echt üblen Energieabzug konnten sie dank Feldapotheke, Gleichgewicht und Arcana-Antrieb locker. Und Damage ist für Protea definitiv kein Fremdwort. Flächendeckend Schnittschaden und die Brandartillerie kümmert sich um den massiven Output. Im Aura-Slot habt ihr die Qual der Wahl, je nach eurem Spielstil eben. Ich habe hier auf ätzende Projektion zurückgegriffen. Über noch weniger Rüstung freuen sich die dicke panzerten Grania garantiert nicht. Beim Exlo-Slot war ich tatsächlich hin und her gerissen. Entweder Prime trittsicher, listige oder kraftvolle trifft. Trittsicher war aber wieder schnell vom Tisch, durch den Slow kommt ja eh nichts zum Schubsen. Lange Räder, kurzer Sinn, bei mir wurde es kraftvolle trifft für mehr Schaden. Wenn du aber mehr Reichweite haben willst, greif mit gutem Gewissen zur listigen trifft. Mit engstirnig sowie Kontinuität bekommen wir gute Dauer, damit unsere Turrets ordentlich Stacks aufbauen und dick Schaden drücken. Hilft uns natürlich auch klasse bei Feldapotheke und dem Granatenfächer. Für genügend Wumms, blinde Wut und Verstärkung, damit Düsternis auch einen ordentlichen Radius hat, überdehnt und Ausdehnung. Gleichgewicht ist in Kombination mit der dritten Fähigkeit ein echter Segen. Gesundheitskugeln geben nun neben Gesundheit auch Energie und umgekehrt dasselbe. Mit dem passenden Arcana ein echtes Träumchen. Bleibt ja nur noch Fluss und das ist, glaube ich, wohl selbsterklärend. Ich habe zwar nicht sonderlich viel Effizienz drin, aber einen großen Energiepool sowie eine verdammt geile Energieaufnahme. Tödlich in diesem Bild kann eigentlich noch Giftschaden werden, denn der knallt ja direkt auf die HP. Sollte man also gegen Infested kämpfen, empfehle ich dir auf das Arcana-Widerstand zurückzugreifen, ansonsten habe ich standardmäßig Antrieb und Rächer drin. Rächer ist aber absolut kein Muss, hier kannst du auch auf Arcanas zugreifen, die du für sinnvoll erhältst. Zu Beginn der Mission ist es echt wichtig, schnell an Energie zu kommen. Ich setze mir hier meistens ein Energieblättchen, caste Feldapotheke und ihre 1. Kommt dann wieder Energie rein, zünde ich ein Turret und die Passive proct. Hier dann direkt Düsternis für maximalen Slow zünden. Im weiteren Spielverlauf ist das Ganze recht stationär. Feldapotheke aufstellen und wie wild den Granatenfächer als auch die Turrets casten, sodass alles und jeder in Grund und Boden geballert wird. Als Begleiter empfehle ich den Panzer Vulpa-Fühler. Der verteilt Virusdots sowas von zügig, der könnte locker mit Nazari mithalten. Kombiniert man jetzt Waffen wie zum Beispiel den Proposis Cernos mit dem Panzervulpi und den Turrets, ist das ein mega entspanntes Spielerlebnis. Video zum Begleiter als auch der Waffe findest du oben in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Die beiden dienen natürlich wie der gesamte Bild auch lediglich wieder als Beispiele und sind absolut kein Muss. Protea ist für mich aktuell der Go-To-Frame schlechthin, sei es zum Stahlessenzen-Farmen oder einfach nur Relikte öffnen. Unglaublich, wie stark Düsternis immer noch bei einigen Frames ist. Lasst mich die Meinung zum Bild gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.